Vom 27. bis zum 29. März fand in Süderbrarup wieder die ADAC Wikinger Rally statt. Während im letzten Jahr die Veranstalter noch mit Schneechaos zu kämpfen hatten, durften sie sich in diesem Jahr an allen Wettbewerbstagen über trockene Straßen freuen. Der altehrwürdige Marktplatz wurde zum Servicepark umgestaltet. Neben einigen Verkaufsständen und Leckereien befand sich hier vor allem das Hauptquartier der Fahrer, die alle kurz vor dem Start noch ein letztes Mal Hand an ihren aufgemotzten Sportwagen anlegten. Nein, wir sind hier schon öfter gefahren, aber wir sind ja froh, dass nicht so viel Schnee ist wie letztes Jahr und freuen uns auf eine schöne Veranstaltung. Nach dem Fahrzeugcheck ging es zur Startrampe. Hier wurden den neugierigen und teilweise fachkundigen Zuschauern die unterschiedlichen Wagen vorgestellt. Der Deutsche! Und dann ging es los. Anspruchsvolle Prüfungen warteten auf die Fahrer. Jedes Mal, wenn ein Wagen an den Zuschauerpunkten vorbeirauschte, wurden begeistert die Handykameras gezückt. Viele bekannte Rallye-Fahrer waren in Süderbrarup am Start. Als Aufräumer waren auch Klaus Aulenbacher und Andreas Miro in ihrem Lancia Stratos, einer originalgetreuen Rekonstruktion des Siegerfahrzeuges der Rallye Sanremo von 1976, auf der Strecke unterwegs. Wie ist der Turniertag verlaufen? Gut bis jetzt. Also wir hatten 3 Prüfungen ja noch in Helligkeit und es lief ganz gut. Wir haben ja die Aufgabe, als Nullwagen die Strecke so ein bisschen frei zu machen mit Lärm und dass die Zuschauer wissen, jetzt geht's los. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Haben Sie irgendwelche Pannen oder Schwierigkeiten während der Fahrt? Nein, bis jetzt noch nicht. Gefällt Ihnen das Turnier hier oder die Rallye? Ja, super. Also die Prüfungen sind sehr anspruchsvoll. Ich bin das erste Mal hier bei der Wikinger Rallye und muss schon sagen, das ist hoher Anspruch hier.